So, meine Freunde, wir haben jetzt die Folge 13, glaube ich, von Let's Learn Zerg. Brandy hier. Und ja, in den letzten zwei Folgen war der Ceramius alias aka Abraham Lincoln, nee, Spaß, der Justin dabei. War ganz lustig, fand ich. Und da kommt natürlich auch bald wieder, spätestens wenn unsere Runde am Laufen ist. Der ist gerade mit dem Hund am Gassi gehen, deswegen ist er nicht da. Und ich dachte mir halt, ja, mei, wenn er jetzt eh gerade weg ist, kann ich ja ein bisschen laddern. Gut, das kann ich auch so, wenn er gerade da ist, aber ja, nutze ich einfach mal so die Chance, dachte ich mir. Der Zergling, das heißt, wir können mal den zweiten da hinstellen. Beziehungsweise wir werden den zweiten in Richtung hierhin platzieren. Damit ich sehe, da, ob der Gegner eine zweite Base hat, die ihm nicht zusteht, muss ich sagen. Deswegen mein Gedanke. So. Mittlerweile klappt das mit dem Bild ganz gut, muss ich sagen. Und ja. Mal schauen, ob wir es jetzt gegen diesen Zerg auch schaffen. Im letzten, also beziehungsweise gegen den letzten, war das ja eine etwas knappere Angelegenheit, sage ich mal. Und wir haben es gerade so gewonnen, sage ich mal, weil wir eben auch die Mutas, die Neid haben, die wir halt direkt auch den Schößling zerstört hatten. Und ich sag mal, das hätte auch anders ausgehen können, wenn wir mit den Roaches nicht hoch in die Base gefahren wären und den Schößling zerstört hätten. Ist wirklich so, muss ich sagen. War auch vielleicht etwas blöd, dass wir Hedge First gespielt haben. Auf so einer Map. Beziehungsweise haben wir das überhaupt nicht. Ich glaube gar nicht, dass wir Hedge First gespielt haben. Es war mehr so ein Pool First, so wie jetzt. Deswegen war das alles noch im Rahmen. Bauen wir jetzt noch einen Overlord, den ich mir ungefähr hier hinstellen werde. Und dann geht's dann auch schon Richtung Supply Block. So, wir sehen. Was sehen wir denn? Baut unser Gegner eine Echse? Sehen wir das vielleicht? Wäre, glaube ich, nicht allzu schlecht, wenn wir das sehen könnten. Ja, er baut eine, ist viel weiter als wir. Ist okay. Dann baut er wenigstens eine Echse. Bauen wir zwei Scouting-Linge. Und unseren Sicherheitscrawler. So. Und weiter bedrohen. Das Ganze. So, wir haben gesehen, dass er eine Echse hat. Zack, Zweilinge hier, Zweilinge da. Zack, so machen wir das. Und runter mit dir, Queen. Zwei neue Queens. Und die beiden jetzt auch schon mal runter. Ich wusste, dass der Overlord Scheiß kommt wieder, deswegen. Naja, wie dem auch sei, dann machen wir das jetzt so, dass wir. Jetzt sind wir eigentlich quasi gezwungen, wohl oder übel, ein wenig an unseren Larven zu sparen. Zumindest bis unsere Ovis da rauskommen. So, hier machen wir gleich die zweite Queen auch. Wir haben auf jeden Fall die Watchtower, das ist schon mal extrem wichtig. Hat einen guten Overlord-Spread, so wie ich das gerade sehe. Super, zack. Zack, 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 zack. So, haben wir hier 16. Mal so, dann wird sie nicht immer weggedrängt, die Queen. So, und die beiden machen wir mal ein bisschen Creep Spread für mich. Sehr gut, das gefällt mir schon mal sehr. Einen Overlord, bitteschön. Zack. Und die Queen ist fertiggestellt. So, dann haben wir hier eigentlich auch schon ausgesorgt.
So, und dann bedrohen wir wieder. Mehr. Ach, fuck. Speedling all in wieder. Ja. Bravo. Bravo. Ja, gegen sowas kann man halt nichts machen. Da gehen wir dann auch raus. Das ist halt noobig, finde ich. So ein Cheese all in. Zweite Base nicht mal bedroht gehabt zu haben, dann. Naja. Was soll's? Was war das bitte für einer? Gold, ja, verdient in Silber gestuft worden. Schade, schade, sorry. Naja. Ah, wir müssen da auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Sowas muss man irgendwie abwehren können. Beziehungsweise ich muss mir definitiv mehr Infos holen von sowas. Da hatten wir einfach viel zu wenig Scouting-Infos und dann passiert sowas natürlich dann auch, dass wir einfach voll ins Gesicht kriegen, wenn wir einfach auch gar nicht scouten. Also ja, also ich merke mir das auf jeden Fall fürs nächste Mal. Und wir sehen uns dann auch wieder übermorgen oder so. Tschaußen.